Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute wird das Video mal ein bisschen anders. Wir schauen uns Black Friday PCs an. Ich habe schon mal vorher Zugriff gekriegt auf die ganzen Produkte, einmal von Krotos Computer und einmal von MyPC. Und da schauen wir uns mal so an, was die so anbieten an dem Black Friday. Deswegen gehen die Videos auch zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit online, weil dann die Angebote freigegeben werden. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Ich werde jetzt auch nicht so detailliert auf jeden einzelnen PC eingehen. Ich werde euch hier und da was sagen, was ihr vielleicht tauschen könntet, beziehungsweise was man besser machen könnte. Aber an und für sich sind die Angebote soweit schon mal okay, das kann ich schon mal sagen. Ich werde euch natürlich auch jedes Angebot verlinken unten in der Videobeschreibung, genauso wie die Geizhalslisten. Dann schaut nochmal nach, bevor ihr den PC kauft. Schaut euch die Geizhalsliste an, ist irgendwas teurer oder günstiger geworden. Wenn es für euch okay ist, dann kauft ihr ihn halt, wenn nicht, dann nicht. Und hier auch nochmal ein Hinweis auf unser Ticketsystem. Wir haben auf unserem Discord-Server, der Link ist in der Videobeschreibung, ein Ticketsystem. Da könnt ihr hier auf Config-Anfrage gehen, ein Ticket ziehen und dann werden euch Fragen gestellt. Was habt ihr für ein Budget? Was für einen Monitor habt ihr? Welche Spiele wollt ihr spielen? Pipapo. Was habt ihr für Vorlieben? RGB? Ja, nein. Whitebild? Ja, nein. Und dann könnt ihr von uns eine Geizhalsliste bekommen, sofern ihr den selber bauen wollt. Wollt ihr nicht selber bauen, suchen wir euch irgendwo was raus, sei es Subaru, Krotos, MyPC, Agando, wo auch immer, wo es halt am günstigsten ist. Oder ihr könnt einfach genau die Geizhalsliste auch bei MyPC dann anfragen und die bauen euch das Ding dann für einen Aufpreis zusammen. Kommen wir jetzt aber direkt zu den Angeboten. Wir starten hier mit dem 549 € PC bei Krotos Computer, runtergesetzt von 650 €. Das Gehäuse ist ein ADATA XPG Valor Air. Ist jetzt nichts Besonderes, hat aber eine Mesh-Front, hat auch dementsprechend den Airflow, hat eine Glasscheibe, das passt soweit schon. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 5 5600. Das ist ein 6-Kerner, mit dem könnt ihr auf jeden Fall gut zocken. Wenn ihr streamen wollt, rendert auf jeden Fall über die Grafikkarte, beziehungsweise holt euch einen stärkeren Prozessor. Zum Zocken aber reicht er. Ist natürlich auch noch nicht AM5, ist nicht die aktuellste Serie, aber bei dem Preispunkt muss man eben auf ältere Komponenten zurückgreifen. Die Grafikkarte ist eine MSI Radeon RX 6500 XT Mech 2X4 GOC. Das ist halt eine Grafikkarte für Full HD Gaming. Könnt ihr jetzt auch nicht AAA-Titel auf volle Möhre ballern, aber für die normalen Titel, sei es Valorant oder Overwatch oder whatever, reicht es. Solltet ihr jetzt doch auf die Idee kommen, irgendwie Assassin's Creed damit spielen zu wollen, ja, dann müsst ihr eben die ganzen Grafikdetails runterschrauben. Allein durch die 4 GB Speicher von der Grafikkarte ist einfach nicht mehr zu machen. Bei dem Arbeitsspeicher haben wir 16 GB DDR4 3600 MTS CL 18 Kit. Also Dual Channel schon mal, 2x 8 GB, insgesamt 16 GB, in der Preisklasse auch völlig in Ordnung. 3600 MTS ist auch über der Spezifikation von AMD, dementsprechend ist er auch ein bisschen schneller als jetzt 3200er, reicht völlig aus. Das Mainboard ist ein MSI B550A Pro, auch nichts Besonderes, ist aber ein Full-ATX-Board immerhin, hat auch genug Anschlüsse, könnt ihr sogar später noch erweitern, falls ihr eine USB-Erweiterungskarte reinpacken wollt oder eine WLAN-Karte, das passt soweit. Die SSD ist eine ADATA Legend 850 1TB. Das ist eine sehr schnelle SSD, 1TB reicht auch für die gewöhnlichen Spiele, die ihr erstmal so installieren wollt. Wenn ihr jetzt natürlich 5 AAA-Titel da drauf schmeißt, wird es irgendwann eng. Aber sage ich mal, ihr spielt jetzt Valorant, Dead by Daylight, Overwatch und Counter-Strike und sowas, dann reicht das ganz dicke. Der CPU-Kühler ist ein AMD Rave-Kühler. Ist jetzt nicht der beste Kühler, ist halt der Stock-Kühler, der normalerweise bei AMD auch immer mit dabei ist, aber der ist soweit erstmal okay, wenn ihr damit leben könnt, dass das System ein bisschen lauter ist. Das Netzteil ist ein FSP Hydro K Pro 600 Watt Bronze. Da schauen wir mal eben in die PSU Tierlist und zwar haben wir hier das FSP Hydro K und das hat halt C-Tier. Ist jetzt nicht das beste Netzteil. Ihr solltet euch vielleicht überlegen, anderes rein zu konfigurieren. Diese Liste ist auch verlinkt bei mir in der Videobeschreibung. Nehmt vielleicht irgendeins von BeQuiet, was zumindest B-Tier hat. Ihr könnt natürlich auch Seasonic nehmen oder so oder ein anderes FSP, was Krotos halt alles so anbietet. Ihr könnt die Dinger auch umkonfigurieren, weil das Netzteil ist jetzt nicht das Beste. Vielleicht sogar ein Goldnetzteil. Aber wie gesagt, der Preispunkt 550 €, was darf man da großartig erwarten? Betriebssystem ist Windows 10 Testversion vorinstalliert und Key. Also Windows 10 wird vorinstalliert mit allen Treibern und so weiter. Wenn ihr einen Key braucht, könnt ihr bei meinem Partner kaufen oder irgendwie bei Geizhals einfach mal suchen, was gerade der günstigste Anbieter ist. Und ihr könnt es natürlich kostenfrei upgraden auf Windows 11, sofern ihr das denn wollt. Kommen wir auch da direkt zu der Liste. Hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, der CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 606,81 €.
1989 und das System kostet 549 Euro. Ihr seid also unter Geizhalsliste. Jetzt hättet ihr theoretisch noch 50 Euro Luft. Ja, wenn ich jetzt mal sage, ihr wollt einen PC haben für 600 Euro. Mit den 50 Euro könntet ihr zum Beispiel einen besseren Kühler nehmen für den Prozessor oder eben das bessere Netzteil. Vielleicht sogar beides. Ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, was Krotus dafür Aufpreise nimmt, aber bei 50 Euro sollte das eigentlich drin sein. Also der Preispunkt passt auf jeden Fall, die Konfiguration auch. Es ist auch kein blödes Micro-ATX-Board oder so drin. Das ist soweit schon in Ordnung. Ist natürlich ein bisschen älter mit dem Ryzen 5600 und DDR4 RAM, aber was anderes kann man bei dem Preis einfach nicht erwarten. Hier hätten wir jetzt den Black Deal 2 für 899 Euro, runtergesetzt von 1025 Euro. Das Gehäuse ist ein ADATA XPG Starker Air. Hatte ich, glaube ich, sogar mal hier bei mir zu Hause. War ganz in Ordnung, das Case. War jetzt auch nichts Besonderes, aber in dem Preisbereich völlig okay. Als Prozessor bekommen wir einen i5-12400F. Ist natürlich noch nicht die 13. oder 14. Generation, aber der 12.4er reicht fürs Zocken eigentlich aus. Auch hier sage ich wieder dabei, wenn ihr unbedingt streamen wollt und einen PC in dem Preisbereich sucht, rendert über die Grafikkarte. Der Prozessor ist jetzt nicht so gut dafür geeignet. Die Grafikkarte ist eine PowerColor Fighter RX6700XT 12 GB. Hatte ich auch selber schon mal hier im Bestand. Jetzt nicht von PowerColor, sondern ich hatte, glaube ich, eine Nitro von Sapphire. Ist eine super Grafikkarte für Full HD und auch WQHD Gaming. Ihr dürft jetzt natürlich nicht erwarten, was ich auch immer sage, sowas wie Cyberpunk oder Assassin's Creed auf volle Möhre ballern und super Qualität und alles. Das schafft ihr dann in WQHD nicht mehr. Da müsst ihr ein bisschen mit den Einstellungen spielen. Es kommt natürlich auch immer ganz darauf an, wie viele Bilder pro Sekunde erwartet ihr. Für ein Story-Game wie jetzt Assassin's Creed reichen 60 FPS normalerweise. Wenn ihr jetzt einen 144Hz Monitor habt und ihr wollt 144Hz haben, geht das mit der Grafikkarte in einigen Titeln nicht mehr. Übrigens findet ihr alle FPS-Tests zu jeder Grafikkarte in Kombination mit dem Prozessor bei mir in der Videobeschreibung. Der Arbeitsspeicher ist ADATA XPG GAMX D35 32 GB DDR4 3600 MTSCL 18 Kit. Auch hier 2x16 GB anstatt jetzt 2x8, klar, aber Dual Channel 3600 MTS, wieder über der Spezifikation von Intel, völlig in Ordnung. Hier kommen wir jetzt zu einem kleinen Knackpunkt, der mir persönlich nicht gefällt. Das Gigabyte B760M DS3H DDR4. Das ist dieses räudige kleine Scheißboard. Ich habe das schon tausendmal gesagt. Das ist genauso schlimm wie das A520. Nee, das ist noch schlimmer. Das A520M ist noch schlimmer. Aber das hier, also Micro-ATX-Board in einem Full-ATX-System und dann auch noch so ein blöd ausgestattetes, würde ich nicht machen. Es gibt allerdings die Möglichkeit, hier auch zu upgraden. Das Gaming X zum Beispiel, auch als B760-Variante, kostet, glaube ich, bummelig 50 Euro mehr. Konfiguriert euch das bitte so rein. Sieht A besser aus, B habt ihr mehr Anschlüsse und C könnt ihr noch mehr erweitern, was jetzt irgendwelche USB-Erweiterungskarten oder Capture-Cards oder so angeht. Die SSD ist die gleiche mit 1 TB. Da müsst ihr dann, wie gesagt, selber auch schauen, wie viel Speicher braucht ihr, wie groß sind die Spiele, die ihr installieren wollt. Der CPU-Kühler ist ein Endorf Hyfera 5 ARGB, reicht für den Prozessor völlig aus, hatte ich schon im Test, völlig okay. Das Netzteil ist ein FSP HydroCar Pro 600 Watt Bronze. Auch hier wieder PSU-Tierlist, C-Tier-Netzteil, nimmt da eventuell etwas anderes. Es wird funktionieren, ist überhaupt keine Frage, ist allerdings nicht so effizient und nicht so gut geratet von Cultist Network. Auch hier wieder die Windows 10 Testversion vorinstalliert. Schauen wir uns da die Liste an, haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 880,79 Euro und das System kostet 899 Euro. Da bezahlt ihr jetzt bummelig 19 Euro fürs Zusammenbauen, was völlig in Ordnung ist. Ihr müsst natürlich cool sein, dass vom Prozessor her ihr zwei Generationen zurück seid. Mit dem Board wäre ich jetzt auch nicht so happy. Tut euch selbst wirklich den Gefallen, wechselt das Mainboard und dann könnt ihr später sogar noch vernünftig auf die 13. oder sogar 14. Generation von Intel gehen, weil die haben alle den gleichen Sockel. Wenn wir jetzt hier nämlich schauen, das Gigabyte B760 Gaming X DDR4 gibt es halt eben für 55 Euro. Nehmt das wirklich. Dann könnt ihr später, wie gesagt, vielleicht sogar noch einen 13.6er oder einen 14.6er draufschmeißen, sofern ihr upgraden wollt. Aber ansonsten auch hier Preispunkt völlig okay. Und hier haben wir jetzt den Black Deal 3 für 1.399 Euro. Das Gehäuse ist ein Enderfy Signum 300 ARGB. Das Ding habe ich sogar hier stehen. Ist jetzt nicht das beste Gehäuse, reicht aber für den PC noch aus. Ich würde ein anderes nehmen, weil das ist schon sehr günstig, aber das müsst ihr selber wissen, ihr könnt ja umkonfigurieren. Der Prozessor ist ein Intel Core i5-14600KF, also schon neueste Generation von Intel. Der 14.6er ist auch sehr leistungsstark, könnt ihr sogar mit Stream und über den Prozessor rendern, überhaupt kein Problem. Die Grafikkarte ist eine RTX 4070 Ghost 12 GB. Ich habe früher bei dem 10.000 Abo Special einen 13.400er mit einer 4070 Ti kombiniert. Da gab es auch kein Prozessor-Bottleneck in irgendeiner Form. In WQHD zumindest nicht, in Full HD ja ein bisschen, klar, aber WQHD nicht. Ich finde hier den 14.600er ein bisschen sehr stark für eine 4070. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das ist so ein Angebot vielleicht für Leute, die auch viel rendern. Dann ist das soweit schon okay. Wenn ihr jetzt wirklich noch Video schneiden wollt und so weiter und wollt einen starken Prozessor oder ihr wollt irgendwas streamen und die Spiele sind jetzt nicht so aufwendig, dann ist das schon okay. Ich hätte es anders kombiniert. Vielleicht einen 13.500er genommen mit einer 4070 Ti oder so, je nachdem, wie das preislich ausgeht. Aber ja,
ja, ich finde es ein bisschen merkwürdig. Der Arbeitsspeicher sind wieder 32 GB, ist sogar das gleiche Kit wie eben, auch völlig okay. Das Mainboard ist ein MSI Pro B760P Wi-Fi DDR4. Das ist auch ein vernünftiges Full HDX Board, passt auch relativ gut zu diesem Prozessor, aber wir sind immer noch im DDR4 Bereich, genauso wie beim RAM. Da bin ich jetzt eben nicht drauf eingegangen. Ich finde, bei 1400 Euro kann man schon mal langsam in Richtung DDR5 gehen, aber gut, hier hat das jetzt so gemacht, um wahrscheinlich eben den Preispunkt zu treffen. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, ihr wollt ein DDR5 System, weil die Taktraten und so weiter da auch höher sind, ja, dann ist das System nichts für euch. Die SSD ist wieder die gleiche, 1 Terabyte. Müsst ihr auch selber wissen, ob euch das reicht. Die Geschwindigkeit ist auf jeden Fall okay. Der CPU-Kühler ist ein Enderfy Fortis 5 ARGB. Und da müssen wir jetzt mal auf eine Sache zu sprechen kommen, weil der Prozessor hat eine Maximum Turbo Power von 181 Watt und der Kühler kann laut Enderfy 220 Watt. Ich hatte den Fera 5 und den Fortis 5 beide schon im Test. Der Fortis 5 schafft es tatsächlich, 200 Watt wegzukühlen. Das habe ich getestet mit dem 12700K. Ich habe auch eben mit Krotus nochmal telefoniert und habe gesagt, Alter, ist das so eine gute Idee, einen 14.6er so laufen zu lassen? Und da meint er, wir stellen PL1 und PL2 auch ein und sie stellen es auch so ein, dass diese zeitliche Begrenzung von PL2 nicht mehr da ist. Normalerweise ist es nämlich so, der Prozessor, der hat seinen Standardtakt und dann geht er irgendwann in den Boost, den hält er für 56 Sekunden und geht dann wieder auf diesen Standardwert zurück, beziehungsweise auf die PL1, was in dem Fall 125 Watt wären. Also um das nochmal zusammenzufassen, das macht er halt die ganze Zeit 125 Watt, je nachdem wie er belastet wird, dann die 181 Watt hält er für 56 Sekunden, dann geht er wieder auf den Wert zurück. Diese Zeitbegrenzung nimmt er raus, er kann sich permanent die 181 Watt ziehen. Und er sagte halt, das System wird auch ständig getestet, da wird auch mal eine halbe Stunde OCCT laufen gelassen, also das belastet die Grafikkarte und den Prozessor, weil die Grafikkarte, die strahlt ja auch noch ein bisschen Wärme an den Kühler ab und dann schauen die halt, mit welcher Wattzahl funktioniert die ganze Nummer. Er meinte, da stellen sie dann irgendwo 160 Watt Dauerlast ein und dann ist schon mal okay. Deswegen reicht dieser Kühler auch aus. Gerade im Gaming-Betrieb werdet ihr diese Temperaturen gar nicht erreichen, weil der Prozessor sich nicht diese 181 Watt reinpfeift. Mein Tipp an dieser Stelle, wollt ihr den 14600KF auch fürs Rendern benutzen und permanent Dauerlast drauf geben, nehmt vielleicht eine Wasserkühlung oder einen dickeren Luftkühler. Ansonsten fürs Gaming, und das sind ja Gaming-PCs, reicht das dicke. Das Netzteil ist ein ADATA XPG Core Reactor 750 Watt Gold. Schauen wir hier in die Liste, ist das ein A+ Netzteil. Dementsprechend ist das völlig okay, 750 Watt reicht auch völlig für diese Maschine aus. Und hier ist auch schon Windows 11 Testversion vorinstalliert ohne Key. Jetzt fragt ihr euch, warum Windows 11 anstatt Windows 10? Windows 11 kommt einfach besser klar mit dem Performance- und Efficiency-Kern des Prozessors. Bei den beiden vorherigen Systemen hatten wir halt ganz normale Kerne und hier bei dem System haben wir schon Performance- und Efficiency-Kerne. Schauen wir uns dann hier die Liste an, haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil und da landen wir beim Gesamtpreis von 1472,92 Euro und das Ding kostet ca. 1,4. Ist also sogar unter Geizhalsliste völlig okay. Aber ich sage es nochmal ganz klar dabei, wir haben ein DDR4-System, wir haben einen sehr starken Prozessor gegenüber einer nicht so krass starken Grafikkarte. Also je nachdem, was ihr mit diesem System machen wollt, wollt ihr jetzt irgendwie Photoshop machen, viele Videos schneiden, dann ist das eher so ein System für euch. Wollt ihr wirklich hauptsächlich zocken, hätte ich das ein bisschen anders gemacht. Und dann kommen wir auch zum Black Deal 4. Der kostet 1999 Euro unter Gesetz von 2200 Euro. Das Gehäuse ist ein ADATA XPG Defender Pro. Das ist jetzt auch nichts Besonderes. Das ist ein 90 Euro Case bei einem 2000 Euro System. Ich hätte es anders gemacht, könnt ihr euch aber auch umkonfigurieren. Er hat ja eine große Auswahl. Technisch gesehen funktioniert das. Das bringt auch schon Lüfter mit, hat eine Meshfront und so weiter. Das ist jetzt alles nur Geschmackssache. Ich hätte ein anderes genommen. Was den Prozessor angeht, haben wir einen AMD Ryzen 7 7800X3D. Hatten wir schon tausendmal durchgekaut. Immer noch einer der besten Gaming-Prozessoren am Markt. Natürlich gibt es noch den 7950X3D, aber selbst der schneidet teilweise schlechter ab als der 7800X3D. Deswegen, das ist schon mal eine super Wahl. Die Grafikkarte ist ein ASRock RX 7900XX Phantom Gaming OC 24 GB. Aktuell das Topmodell von AMD, also die 7900XTX. Da gibt es natürlich verschiedene Hersteller. Das reicht ganz dicke für WQAD und 4K Gaming. Wenn ihr noch mehr Leistung haben wollt, ja, dann nehmt eine 4090. Er hat aber in dem Fall jetzt kein Angebot mit einer 4090. Aber ich sage euch, die 7900XTX ist eine sehr gute Grafikkarte. Ist halt die beste aus dem AMD-Lager. Den FPS ist dazu natürlich auch wieder in der Videobeschreibung. Und hier sind wir, Gott sei Dank, auch schon bei DDR5 angekommen. Es gibt Anbieter, die nehmen da auch noch DDR4. Hier sind es 32 GB DDR5 6000 MTS CL30 Kit. Super. Taktung super, CL30 auch völlig okay. Natürlich, man könnte noch schnelleren nehmen, aber das ist auf jeden Fall über der Spezifikation von AMD und auch so der Sweet Spot. Das Mainboard ist ein MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi. Reicht auch ganz dicke. Full ATX Board, viele Anschlüsse, Wi-Fi mit dabei, völlig okay. Die SSD ist eine ADATA XPG Gamex S70 Blade 2 TB M.2 PCI Express SSD. 2 TB bei 2000 Euro, völlig in Ordnung. Die Geschwindigkeit ist auch Wahnsinn von dem Ding. Die schafft zwischen 6500 und 7000 MB die Sekunde. Reicht dicke. Der CPU-Kühler
Tiefkühler ist ein Enderfy Fortis 5 ARGB. Haben wir eben schon drüber gesprochen, reicht für den Prozessor aber aus, weil dieser Prozessor sich im Gaming halt so um die 70, 80 Watt reinschraubt. Da ist das völlig okay. Das Netzteil ist ein MSI Mac A850 GL PCI Express 5 850 Watt Gold. Das bringt sogar schon den neuen Stecker mit, obwohl ihr ihn für die Grafikkarte gar nicht braucht. Denn selbst die Top-Grafikkarten von AMD bringen immer noch den ganz normalen alten PCI Express Stromstecker mit. Den 12 Volt High Power Anschluss braucht ihr in dem Fall nicht. Habt ihr dann aber, falls ihr irgendwann aufrüsten wollt auf eine Nvidia-Karte oder so und die den neuen Stecker halt schon hat. Und da wir hier keine Performance- und Efficiency-Kerne haben bei AMD, ist wieder Windows 10 mit vorinstalliert. Könnt ihr aber, wie gesagt, upgraden auf Windows 11. Schauen wir uns da die Liste an. Haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2006,16 Euro. Und das Ding kostet 1999 Euro. Also seid ihr ungefähr gleich Geizhalsliste. Wahrscheinlich springt der Preis morgen wieder um 5 Euro, dann seid ihr irgendwo da. Oder vielleicht sogar noch drunter, kann ja auch sein. Hier wäre für mich das Thema das Gehäuse. Technisch okay, Geschmackssache. Ich würde so ein günstiges Gehäuse in so einem System einfach nicht nehmen. Und der CPU-Kühler, ja, ist jetzt auch nicht der beste. Ich hätte mir da jetzt so ein AK620 oder so gewünscht, reicht aber für den Prozessor aus, müsst ihr dann auch selber wissen. Technisch gesehen, einwandfreies System. Das ist tatsächlich auch aktuell so ein Lieblingssystem. Ich finde die Kombination gut. 7800X3D und 7900XTX ist halt ein super Punkt. Und um auf das Netzteil nochmal zu sprechen zu kommen, habe ich jetzt eben nicht gemacht, weil ich kenne das Netzteil halt. Es ist ein A-Tier-Netzteil. Völlig okay. Und hier hätten wir jetzt das letzte System, das ist der Black Deal 5 für 2179 Euro. Auch hier wieder das gleiche Gehäuse, müsst ihr selber mit klarkommen. Der gleiche Prozessor, top gewählt. Hier haben wir allerdings jetzt eine 4080 Jetstream 16 GB. Das ist für viele Leute dann interessant, die eventuell auch DLSS und sowas nutzen möchten oder mehr Raytracing-Performance haben möchten gegenüber der AMD-Karte. Danach kommt nur noch die 4090 und das war's dann. Also die 4080 ist wirklich eine gute Karte, auch für 4K-Gaming. Der Arbeitsspeicher ist der gleiche, das Mainboard ist das gleiche, die SSD ist das gleiche, der Kühler ist auch das gleiche. Hier haben wir aber als Netzteil ein ADATA XPG Kyber 850 Watt Gold. Dazu findet man in der PSU Tierlist leider nichts. Aber wenn ich mir hier die Netzteile so angucke, B, C, A, A, B, also es wird wahrscheinlich ein B- oder ein A-Tier-Netzteil sein. Hoffentlich. Ich hatte das Ding leider auch noch nicht zu Hause. Ich lese es auch das erste Mal. Ich hätte es jetzt noch cool gefunden, wenn er da das MSI reingepackt hätte. Da wüsste ich zumindest, was ich dazu sagen soll. Aber ja, 850 Watt reichen. Es ist ein goldzertifiziertes Netzteil, wird schon in Ordnung sein. Und hier auch wieder Windows 10 Testversion vorinstalliert ohne Key. Schauen wir uns da die Liste an. Das ist hier die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2197,52 Euro und das Teil kostet 2179 Euro, also auch unter Geizhalsliste. Auch hier wieder das Thema Gehäuse, müsst ihr aber selber wissen, Geschmackssache, technisch gesehen funktioniert das. Auch hier wieder der Kühler, funktioniert mit dem Prozessor, ich würde trotzdem anderen nehmen. Und das Netzteil, ja gut, kenne ich jetzt nicht. Da hätte ich jetzt das MSI auch noch reingepackt, aber so ist es jetzt halt. Um das Ganze jetzt nochmal zusammenzufassen. Die PCs, die ihr hier gesehen habt, sind preislich alle okay. Wenn ich etwas zu bemängeln hatte, wie eben dieses kleine Scheißboard, ihr wisst ja, wovon ich rede. Hier, das da, das muss einfach nicht sein. Dann habe ich das eben dabei gesagt. Ihr könnt es euch ja auch, wie gesagt, noch umkonfigurieren. Ihr habt ja auch je nach Geizhalsliste noch ein bisschen Luft, je nachdem, was ihr auch für ein Budget habt. Aber ja, das wäre es auch schon wieder mit diesem Video. Wie gesagt, ich lade jetzt hier am Freitag zwei Videos hoch. Einmal über MyPC und einmal über Krotos. Da könnt ihr auch noch ein bisschen vergleichen, auch mit den Listen, was euch besser gefällt. Und denkt dran, dass ihr im Discord das Ticketsystem nutzen könnt. Und natürlich auch alle weiteren Channel. Hardware-Frage, Software-Frage und so weiter. Da wird euch auf jeden Fall auch weitergeholfen, falls ihr irgendwelche Probleme mit eurem PC habt. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.